Ich nehme generell keine räumliche Trennung vor. Alle Schülerinnen und Schüler lernen bei mir in der Klasse gemeinsam. Allerdings geht ein Sonderpädagoge mit einem Förderkind ab und an, also manchmal raus, damit das Kind konzentrierter arbeitet und weniger Ablenkung hat, weil er ist wirklich sehr aufgeweckt auf jeden Fall. Ich unterrichte, also die Unterrichtsreihe bleibt in der Klasse gleich. Ich unterrichte aber zieldifferent. Eine positive Erfahrung habe ich gemacht, das möchte ich gerne auch mitteilen. Es ist auch möglich, im Matheunterricht zielgleich zu unterrichten. Vielleicht nicht durchgehend, aber ein paar Stunden ist es mir gelungen, die Förderkinder zielgleich zu unterrichten. Vor allem bei dem Thema Geometrie ist es möglich. Ja, generell, um Zugang zu der Welt der Mathematik zu erhalten, ist ein Bekanntmachen mit der Fachsprache, mit der Sprache der Mathematik unverzichtbar. Denn mathematische Gegenstände und Sachverhalte werden zum Beispiel in Bildern, Symbolen, Formeln repräsentiert. Es ist also eine Notwendigkeit, dass die Förderkinder ebenfalls Fachbegriffe lernen, ohne die zu überfordern, nur die wichtigsten Fachbegriffe. Im Matheunterricht ist es auch möglich, Fachbegriffe zu umgehen, vor allem wenn es darum geht, Aufgabenstellungen mit eigenen Worten wiederzugeben. Fehlende Begriffskenntnisse würden meiner Meinung nach dazu führen, dass die Kommunikation mit den künftigen Lehrkräften erschwert werden könnte und dass ein Weiterlernen nach der Schule ebenfalls das Lernen an den weiterführenden Schulen ebenfalls erschwert werden könnte. Und im Matheunterricht, falls einige Begriffe trotz visueller Anschauungen nicht verstanden werden, setze ich gerne Schülerinnen und Schüler vorne ein und versuche das auch körperlich mal darzustellen. Vor allem, wenn es um das Thema ganze Zahlen geht, minus 2, minus minus 3 zum Beispiel, dass man das hier vorne einen langen Zahlenstrahl zeichnen kann mit der Kreide und dass die dann eben, je nachdem, was sie rechnen müssen, sich vor- oder rückwärts bewegen. Ne? Und zusätzlich möchte ich sagen, dass es wichtig ist, dass gebe ich mich selbst als Person, wenn ich zum Beispiel die deutsche Sprache nicht beherrschen würde, nicht verstehen würde, ist es für mich schlecht, wenn mir nur Fachbegriffe aufgelistet werden, Abkürzungen gezeigt werden. Ich könnte dann mit dieser Textaufgabe gar nichts anfangen. Ich würde auch nicht verstehen, worum es geht. Daher ist es wichtig, eben zusätzliche Bilder und Begriffserläuterungen zu packen. Im inklusiven Matheunterricht ist die zentrale Aufgabe, die Heterogenität der Lernenden wertschätzend anzunehmen und dem Spannungsfeld zwischen gemeinsamen Lernen aller und die individuelle Förderung Einzelner zu begegnen. Und dazu möchte ich auch sagen, dass es dazu gehört, einerseits auf Seiten der Lehrkräfte Kompetenzen zu haben, die eben die Potenziale der Lernenden zu erkennen. Und man braucht auch Lernumgebungen, um mit dieser Vielfalt angemessen umzugehen. Das ist kennzeichnend für einen inklusiven Matheunterricht. Je nach Unterrichtsthema wäge ich ab, inwieweit das Arbeiten mit Hilfsmitteln, also Geodreieck, Zirkel, Lineal sogar auch,
inwieweit diese berücksichtigt werden müssen oder nicht. Bei dem Thema Geometrie, wenn das ansteht, ist klar, dass wir diese Hilfsmittel benutzen müssen. Und die Förderkinder bekommen am Anfang eine konkrete Anleitung für den richtigen Umgang. Und danach können die erst übergehen zu Aufgaben mit Zeichenübungen. Und diese Anleitungen dürfen die Schülerinnen und Schüler jederzeit mitführen und jederzeit auch als Stütze nutzen. Ja, anstelle eines GTRs können zum Beispiel Tablets, Computer oder Laptops benutzt werden mit entsprechender Software und Apps. Eben, können ebenfalls genutzt werden. Allerdings ein nachhaltiger Einsatz erfordert natürlich die ständige Verfügbarkeit im Matheunterricht oder beim Anfertigen von Hausaufgaben oder bei der Vorbereitung auf die Prüfungen. Und zudem muss gewährleistet sein, dass in Prüfungssituationen die Schülerinnen und Schüler diese digitalen, also nicht die Möglichkeit haben, mit diesen digitalen Werkzeugen auf unerlaubte Hilfsmittel zurückzugreifen. Es gibt noch weitere Bedingungen, die man beachten muss. Da muss ich sagen, die sind dann, also diese weiteren Bedingungen sollten bitte dem Ergänzungserlass entnommen werden. Ohne jetzt zwischen Förderkindern und Kindern ohne Beeinträchtigungen zu trennen, zu differenzieren, möchte ich allgemein sagen, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler also diese Textaufgaben einfach als eine knifflige Herausforderung wahrnehmen. Und sehr viele haben auch große Schwierigkeiten, diese Aufgaben richtig zu bearbeiten. Und jetzt auch bei den Förderkindern ist es so, dass die emotional eine große Abneigung gegen Textaufgaben haben und versuchen erst gar nicht, diese Textaufgaben zu verstehen. Und meistens liegt es nicht an kognitiven oder Rechenfähigkeiten, sondern vielmehr am Textverständnis. Denn die Schülerinnen und Schüler kennen zum Beispiel oder verstehen einzelne Ausdrücke nicht oder erkennen Signalwörter nicht. Und aufgrund der Abneigung arbeiten Schülerinnen und Schüler auch sehr unkonzentriert. Ich versuche da anhand weiterer Begriffserklärungen und Bilder die Textaufgaben interessanter und verständlicher zu gestalten. Ich muss hinzufügen, dass definitiv Begriffserläuterungen, Erklärungen und die Hinweise auf Signalwörter den Schülerinnen und Schülern die Arbeit mit den Textaufgaben sehr erleichtern. Da muss ich sagen, dass kreatives Arbeiten ein Weg im gemeinsamen Lernen, ein Weg ist im gemeinsamen Lernen, die Verhaltensauffälligkeiten zu reduzieren. Jedoch muss natürlich die kreative Arbeit auch interessenorientiert sein. Da eignet sich zum Beispiel Kahoot. Also Kahoot kann man sehr kreativ im Klassenzimmer einsetzen. Kahoot ist ein interaktives Quiz-Tool, bei der die Lehrkräfte oder aber auch die Schülerinnen und Schüler Fragen, Quizze erstellen können und diese werden dann gemeinsam spielerisch im Unterricht beantwortet. Dazu muss ich sagen, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende sehr stolz sind über die erstellten Quizspiele. Dafür kriegen die auch sehr viel Anerkennung.
Und sie erleben einfach eine Selbstwirksamkeit und fühlen sich einfach dazugehörig in der Klasse. Es macht unheimlich viel Spaß, kann ich nur weiterempfehlen, diese Kahoot-App zu benutzen im Unterricht. Ich bereite meistens mehrere, jeweils dem aktuellen Wissensstand der Schülerinnen und Schüler, Mathearbeiten vor. Und unter derselben Zeitangabe bearbeiten alle Schülerinnen und Schüler die Aufgaben bei den Mathearbeiten. Das habe ich deswegen so gemacht, weil die Anforderungen der Aufgaben definitiv in der vorgegebenen Zeit bearbeitet werden können. Ein Nachteilsausgleich ist möglich bei zum Beispiel medizinischer Diagnose oder bei sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf.